Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's View des Thomas 168, dem Thomas Action Figure Digest aus dem Jahre 2008. Der Thomas ist ein amerikanisches Toy-Magazin, was ein bisschen ältere Toys betrachtet, aber auch aktuelle Neuerscheinungen der Zeit eben halt. Ja, und also der Erscheinungszeit logischerweise. So, wir haben hier vorne drauf gleich einen He-Man vor Grayskull, einen etwas anderen He-Man als den klassischen. Und King Grayskull steht da drauf vorne. Und es ist die Comic-Con San Diego. Schauen wir uns doch an, was dieses Heft bietet. Werbung von Clone Wars. Und ja, eine Übersicht, was an Figuren kommt. Eine Batman Beyond-Figur, hier haben wir Ahsoka. Was wird es geben? Das schauen wir uns gleich an, indem wir umblättern. Hier haben wir Tuna-Figuren, eine Lara Croft, okay, ist ein bisschen Barbie-mäßig, eine Harry Potter-Figur, einen komischen Joker und ein Supergirl aus der Phantom-Zone. Ist ja wirklich Barbie-Puppe schlechthin, ne? Kann man ja nicht anders sagen. So, hier haben wir eine ansprechende Animateurin, die uns sagt, wir sollten zu dieser Veranstaltung kommen. Want to be Animator. Willst du Animator werden, Seiten animieren? Jo. Was auch immer das sagen soll. So, und dann haben wir hier Werbung mit Batman. Cheerios ist so eine Frühstücksfrockenmarke in Amerika. Da gab es Batman-Figuren inside und zum Batman-Film eben halt The Dark Knight. Kam so einiges raus. Ja. So, Sirius habe ich aber bisher nur in den Portläden in Deutschland gesehen oder welche, die mal Auslandssachen haben, aber so richtig Deutschland ist das nie etabliert gewesen. Ja, weiter haben wir hier so ein bisschen in Boxen Star Wars Figuren und G.I. Joe Figuren da, sehe ich da. Und hier haben wir dann auch San Diego Comic Con, ja, Shocker Toys, ja, mit auch einladenden Flyern, die verteilt wurden. Ja, ein paar Figuren hier von Dick Tracy und so weiter. Ja. Und dann haben wir gleich DC Universe Figuren aus dem DC Universe. Ich sehe hier jetzt hier einen Batman und eine Supergirl, eine Green Lantern, Raven könnte das sein hier und das Power Girl. Ja. Ihr kennt sie besser wahrscheinlich als ich. Ich bin jetzt nicht so der, jede Comicfigur kennt, aber das ist ein Loser. Das könnte ich mir auch vorstellen, einer sein soll. Und weiter hier so ein bisschen edlere Figuren, Shazam, die so ein bisschen mit Stoff scheinbar arbeiten und eben halt so ein bisschen größer sind, ne? Größere Figuren. Ein bisschen edler gemacht, ein bisschen mehr Details. Auf eine Art schön. Hier sehen wir auch He-Man-Figuren auch, richtig gut gelungen. Den mag ich, mit Beastman und He-Man, der ist, finde ich, besser gelungen als den ihr auf dem Titelbild gesehen habt. Hier haben wir Star Wars-Figuren und Indiana Jones. Auch so 30 cm Figuren aus Stoff. Also richtig gut geworden. Aber und Diamond Select ist ja auch nicht ganz günstig. Aber sehr schön und auch edel gemacht, eben halt qualitativ sehr hochwertig. Kotobukiya, das ist eine japanische Firma, die auch für die Manga-Figuren rausbringt, hat jetzt sich den Clone Boss angenommen. Ich muss sagen, Ahsoka, Anakin und Obi-Wan sind wirklich gut getroffen. Auch Yoda, wie im Clone Boss-Style. Wir haben eine richtig schöne Last Crusade Indiana Jones Statue, die so ein bisschen so ein Diorama-mäßig das Poster aufteilt. Richtig gut geworden. Auch Batman auf dem Bat-Signal sieht richtig gelungen aus. Also wirklich, kann man ja nicht, muss man zugeben. G.I. Joe. Ja, toll. Einfach nur toll. Ja, schöne Figuren, auch richtig mit Artworks-Figur dabei. War auch nicht immer dabei früher mit manchen Action-Fahrzeugen. Man muss sie so kaufen. Ist ja hier natürlich jetzt ein bisschen moderner, angehauchte Sache. Überarbeitete Fahrzeuge aus den 80er Jahren und irgendwie ein Fahrzeug kam immer wieder. Den habe ich auch mal gehabt als in meiner Kindheit. Ich habe vieles von ein paar Kleinigkeiten gehabt von G.I. Joe, die habe ich aber verkauft. Das meiste habe ich nicht mehr. Oder weggegeben. Hier ist sogar Target exklusiv, dieses Uni-Ort Target, dass diese zwei Kreise eben halt wie so eine Zielscheibe, das war die amerikanische Ladenkette Target. Das konnte man damals eben halt nur als Import erwerben. Haben wir auch noch mal ein paar exklusive G.I. Joe Packs mit Comics und so. Ja.
auch nicht schlecht. Richtig detailliert, hier so ein bisschen im größeren Style, so ein bisschen Big Jim Style, kann man so sagen. Die Barbie-Puppengröße und eben halt mit Stoff und so weiter. Ja, gab es damals auch in Soldatenform bei uns in Deutschland, so ein bisschen. Der Big Jim war ja so ein Abenteuer. Man hat aber mehr auf Abenteuer Wert gelegt. War aber auch nie wirklich mein Teil, obwohl ich was davon hatte. Necker macht sehr gute Figuren, sehr detailliert. Hier seht ihr unten Turtles. Dann seht ihr da auch eine Lara Croft. Die habe ich sogar, glaube ich, gehabt oder habe sie noch. Ich glaube, zu Underworld war die da. Bionic Commando. Das weiß ich jetzt nicht mehr, was das, von wem das war, aber richtig gut geworden. Hier ein Ninja Gaiden. Prototype könnte das sein, von Prototype. Ja, und hier sehen wir, das sieht nach Gears of War hier unten aus. Auch sehr schön, das Diorama. Ja, hier haben wir NECA Toys von Coraline, von dem Film. Figuren. Ja, und hier haben wir wieder die Kenner Legacy, so ein bisschen auf Star Wars und so weiter. Was gab es nicht? Ein paar Prototypen sind sich garantiert da zu sehen. Figuren, die es nicht nach Deutschland oder die es überhaupt auf den Markt geschafft haben. Chaos Effect von Jurassic Park habe ich auch nur Bilder bisher gesehen. Es war so ein bisschen ja, Science Fiction, also so ein bisschen Mash-Up-Figuren waren das. Hier haben wir eine Batman, hier haben wir einen Anti-Morphs, das war so eine Transformers-Ableger-Serie. Die hat es aber auch wirklich, war keine reine Transformers-Serie. Ich glaube, man wollte so ein Transformers-Label bringen, weil Beast Wars auch gerade ein bisschen erfolgreicher war. Da waren so ein bisschen Menschen, die sich in Maschinen oder die sich in Tiere oder so verwandeln konnten. War so ein Versuch. Star Wars Kenner. Gut, die Figuren sind rausgebracht worden. Gibt es hier ein schönes Diorama von all möglichen Figuren, die rausgekommen sind. Sieht richtig cool aus. Ist halt die Geschichte auch ein bisschen von den ganzen Sachen. Und hier könnt ihr auch sehen, die ganze Line von denen. Ja, die hat ein Kollege von mir noch, die Figur. Die muss ich ihm in der Box noch verpassen. Drum, damit die ein bisschen edler aussieht. Richtig gut. Ja, dieses ganze Star Wars von einer Episode 1, ich weiß nicht, ich glaube, zu der Zeit waren die nicht der Erfolg, wie man sich die erhofft hat. Die wurden schnell rausgeramscht. Man hat viel versucht, auch hier mit so einem Sprachchip und so weiter. Viele Figuren wie Jar Jar Binks waren jetzt nicht so beliebt und deswegen war es ein bisschen schwierig. Star Wars hatte da echt Schwierigkeiten anzulaufen mit. Aber ihr seht, es ist sehr vielseitig, von Blastern, von Laserschwertern. Hier sehen wir noch Doppelfiguren-Packs und da seht ihr auch Transformers Beast Wars, beziehungsweise hier schon die Transmetal-Figur 2-Serie. Transmetal war eben halt so eine Mischung aus Metall und organisch. Ja, war auch nicht so erfolgreich. Die Sache. Heutzutage werden die etwas beliebter, sind die wieder beliebter. Man sammelt sie etwas ja, gerne. Hier sehen wir auch noch weitere Figuren. Ich glaube, hier, die sind alle doch rausgekommen, sind jetzt keine wirklichen Prototypen. Ich habe viele davon gesehen, aber die Transmetal oder so waren jetzt nicht die beliebtesten Figuren. Chaos Effect von Jurassic Park habe ich nie gesehen, außer auf Bildern. Hier seht ihr diese Anti-Morphers, die unter dem Transformers-Label versucht wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die in Deutschland gesehen habe, aber es waren nicht meine Figuren. Es hat irgendwie nichts für mich mit Transformers zu tun gehabt. Ja, hier haben wir dann Horrormonster, Planet der Affen und dann haben wir hier, ja, klassisch und Batman Beyond, eine geile Serie, finde ich richtig toll. Batman of the Future in Deutsch und spielt in der Zukunft, richtig cool geworden. So, hier haben wir auch noch meine Justice League America Figuren, verschiedenste Sets, auch Superheroes von DCs, richtig gelungen. Dann haben wir hier ja, weitere Superheroes und Thundercats Original Art and Prototypes. Das ist richtig interessant. Hier haben wir die Prototypen, sind ja meistens handgefertigt, so sehen die dann später aus. Manche sind auch in der Art gar nicht rausgekommen. Hier haben wir schon eine Zeichnung vom Thunderwing, wie der entstanden ist. Also sehr, sehr toll. Das macht es richtig aus. Man lernt kennen, wie es von der Zeichnung zur Figur oder zum Fahrzeug es wurde. Ne? Auch hier weiter Animationsvorlage für die Figur, sehr detailliert.
Dann, wie die Figur wohl in der Verpackung aussehen sollte, wie sie umgesetzt wurde, mit welchen Features, richtig cool, hier haben die Mechanik, die in der Figur sein sollte. Lightning Thunderstrike, haben wir auch noch ein Fahrzeug, auch wie es umgesetzt ist, auch hier so ein Walker mit Zeichnungen und so weiter, haben wir ja einen Prototypen. Ich finde es sehr, sehr informativ, sehr, sehr geil gemacht. Hier auch eben halt, weiter geht es mit den ganzen Zeichnungen, hier mit Figur, wie sie im Endeffekt war und wie man sie sich überlegt hat, wie sie zusammengesetzt werden kann. Das wurde alles auf eine Zeichnung, richtig Handarbeit festgelegt und geplant. Und dann natürlich dann skulptiert, also eine Skulptur draus gemacht und performt. Ja, hier haben wir auch Thundercats eben halt, das Pedal Power Cycle. Ihr seht die Entstehung von diesem Kart, ja, für Kinder, wie ihr seht, ja, ein Kind drauf fahren, wie die ganze Box entstanden ist. Also richtig cool geworden. Richtig cool. Also das ist das, was auch Spaß macht, so anzugucken in diesem Magazin, wenn sozusagen aufgezeigt wird, wie sowas entstanden ist. So, weil ich glaube, das war es dann auch schon. Dann kommen wir hier mit Star Wars. Clone Wars Begins at Toys R Us. Und hier seht ihr die ganzen Figuren, die rausgekommen sind. Also es ist schon eine Riesenmasse. Also ein bisschen actionmäßigere Figuren, ein bisschen kindgerecht, kann man ja auch so sagen. Da könnt ihr auch sehen, hier sind auch noch Fahrzeuge, viele weitere Figuren. Oben ist eine Liste, sozusagen kann man eine Checklist benutzen, was es alles gab. Wie ihr seht, das ist ein Riesengebiet. Hier haben wir Lego Star Wars, die es bei Toys R Us wohl exklusiv gab. Da merkt man noch, dass die ein bisschen klassischer sind, ein bisschen älter sind. Hier haben wir ein Poster, scheinbar. So Doppelpack-Figuren, Mehrfachfiguren drin. Ja, auch hier noch schöne Clone Wars, ein bisschen detaillierter. Hier haben wir eine schöne Szene, ein Diorama, was aufgebaut wurde zur Werbung. Ja, Ahsoka, gut, gibt inzwischen bessere Fotos oder Figuren, besser gesagt. Hier haben wir auch nochmal Star Wars, Clone Wars und ihr Target exklusive Sachen, Helme, Waffen, war ja immer sehr beliebt alles. Ja, und hier haben wir noch ein paar Bilder von der Comic-Con, Mark Hamill, der zu Gast war. Und viele, ja, YouTuber und so weiter. Dann haben wir hier nochmal eine Werbung für mit einer DVD zusammen, Ex-Figur mit G.I. Joe. LucasArts hat einen Stand gehabt, da haben sie noch ein Spiel, ich glaube The Force Unleashed von Star Wars und so weiter präsentiert. Ja. Eine Werbung von Toner mit Lara Croft Legends. Ja. Und das war's zu diesem Tomats von 2008, von der Nummer 168. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Let's View gefallen. Liken, teilen, abonnieren, darüber freue ich mich. Ansonsten ja, kommentiert, was das Zeug hält. Sprecht mit mir, unterhaltet euch mit mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.